Hallo zusammen, herzlich willkommen in Annelies Welt. Heute möchte ich gerne wieder mit euch zusammen basteln und zwar so eine Mini-Schultüte. Ja, und ich würde sagen, los geht's. Für unsere kleine Schultüte benötigen wir Fotokarton. Mein Papier hat eine Stärke von 250 Gramm. Und wie ihr seht, habe ich es auch schon zurechtgeschnitten in den Maßen 16 cm mal 16 cm. Da seid ihr aber völlig variabel. Ihr entscheidet natürlich, wie groß eure Schultüte werden soll. Wichtig ist nur, dass ihr euch ein Quadrat zurechtschneidet. So, und jetzt brauchen wir einen Zirkel. Ich habe mir das auch schon vorgezeichnet. Wir machen das trotzdem zusammen. Falls ihr keinen Zirkel zur Hand habt, gibt es auch noch eine weitere Möglichkeit. Die zeige ich euch gleich. Ihr messt euch das natürlich vorher einmal aus. Ich habe den jetzt auf 16 cm eingestellt, steche hier unten in der Ecke ein und ziehe mir dann meinen Bogen. Hier von der unteren Ecke zur gegenüberliegenden Ecke, wenn alles gut ausgemessen ist. So, wenn ihr das... Nee, erstmal wollte ich euch die andere Variante zeigen. Moment, nicht so schnell. Und zwar könnt ihr euch natürlich auch einen Bleistift nehmen, befestigt einen Faden daran oder haltet ihn einfach fest, das ist völlig egal. Haltet den Faden ordentlich stramm und dann macht ihr genau das Gleiche. Ihr haltet den Faden hier an der Ecke fest und dann stecht ihr mit dem Bleistift hier in der anderen Ecke ein und zieht euch dann euren Bogen. Müsstet, wenn alles gut geht, da oben an der Ecke wieder sozusagen ankommen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann schneiden wir uns das einmal aus. So, und dann sieht das schon wie eine Schultüte fast aus. Jetzt müssen wir aber noch ein bisschen, ja, das Papier bearbeiten. Und ich finde, das dauert am längsten. Da muss man ganz viel Geduld haben, um eine ordentliche Spitze hinzubekommen. Ich habe ehrlich gesagt mir vorher auch Schmierpapier genommen und mir das sozusagen vorher schon mal so zurechtgelegt, wie man am besten faltet und so. Also nicht faltet, sondern wie man am besten das Papier bearbeitet. Da muss man irgendwie so einen Dreh für sich rausbekommen. Ich würde das so machen. Ich lege mir hier Kante auf Kante. Drück aber nicht runter, sonst habe ich da nachher so eine hässliche Falte. Ich lege mir das hier so zusammen. Und dann ganz behutsam, mit ganz viel Gefühl, drücke ich mir das hier schon mal so langsam runter, damit das Papier weiß, wo es nachher hin soll. Und hier unten an der Spitze, da drücke ich schon mal ordentlich zu, damit ich nachher eine ordentliche Tütenspitze formen kann. Aber hier oben nicht. Ja, da müsst ihr euch ganz viel Zeit lassen. Aber wenn ihr den Dreh einmal raus habt, dann ist das ganz einfach. Und dann fange ich an, die Tüte so langsam in Form zu drehen. Da drücke ich mir die Spitze hier so ein bisschen runter. Ja, da braucht man viel Geduld, die ich immer nicht habe. Aber wie gesagt, wenn man das einmal so für sich rausgefunden hat, dann geht das eigentlich auch. Ich drücke noch mal so ein bisschen für mich hier rum, nehme mir das mal das Ganze auf den Schoß und dann geht es gleich weiter. So, gefühlt 10 Stunden später, ja, so hundertprozentig gefällt es mir noch nicht mit der Spitze, aber habe ich mir das Papier jetzt so hingebogen, dass das auf jeden Fall in Ordnung geht. Jetzt machen wir erstmal weiter. So, jetzt kleben wir unsere Serviette ein, beziehungsweise, wenn ihr keine Serviette zur Hand habt, gerne auch ein Kleenex oder Seidenpapier, so wie ihr mögt. Ich nehme wieder meine Kirschen hier, die finde ich total süß dafür. Ich mag das auch ganz gerne, dass es da oben geschwungen ist. Und dann schneide ich mir die einmal zurecht. Dafür nehme ich nur eine Lage und zwar die Lage natürlich mit dem Motiv drauf.
Als Kleber verwende ich jetzt diesen hier, den finde ich ganz praktisch dafür. Ich werde mir noch ein bisschen Folie darunter legen, sonst klebt nachher mein ganzer Schreibtisch. Ich kenne das schon, ich spreche da aus Erfahrung. Und dann klebe ich einmal hier am Rand entlang. Ich gehe gerne auch noch mal ein zweites Mal hier so drüber, damit ich hier so einen richtig schön breiten Rand habe. Das klebt hier schon auch alles ordentlich fest. So. Dann nehme ich mir meine Serviette. Die Kirschen sollen natürlich nach außen gucken. Und dann klebe ich mir das hier einmal fest. So, ihr könnt euch das übrige Papier, was jetzt hier so rüberschaut, gerne abschneiden. Ich lasse das jetzt so, glaube ich. Mal gucken. Gucken, ob das immer noch so schön passt, wie ich mir das gedacht habe. Ja, so wird das ja gleich zusammengeklebt. Doch, das schneide ich mir noch ab. Das wird mir zu viel Papier. Wo ist meine Schere? Da. Schneide ich mir das einmal hier so ab. Und jetzt, wichtig ist, dass ihr richtig gutes doppelseitiges Klebeband verwendet. Ich habe hier mein Sticky-Klebeband. Ich weiß auch gar nicht mehr, woher ich das habe, aber das klebt richtig gut. Das ist wichtig, denn sonst kann es sein, dass euch die Schultüte wieder aufgeht, weil das Papier ja relativ widerspenstig ist. Da kann ich euch auf jeden Fall dieses Sticky-Klebeband sehr für empfehlen. Das gebe ich mir hier in der Spitze auf. Und dann gehe ich hier nach oben einmal am Rand entlang. So. Und dann hoffe ich mal, dass das gut klappt. Jetzt habe ich keine Pinzette, das ist blöd. Mit meinen Fingernägeln geht das immer so schlecht. Nehme ich mal eben meinen Zirkel zur Hand. Versuche die Trägerfolie hier abzubekommen. Das klebt so gut. So, jetzt aber. Und jetzt klebe ich mir das zusammen und hoffe, dass das jetzt hier auch klappt. Drückt mal die Daumen. Oh, 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 das ist nicht ohne. Ich muss das ein bisschen weiter zu mir ranholen. Ich kann das immer mit der Kamera nicht so gut sehen. Erst die Spitze schön festdrücken. Das ist nicht ohne, sage ich euch. Es klebt natürlich jetzt auch ordentlich. Ich traue mich gerade nicht so richtig. Aber es hat geklappt. Wunderbar. Das ist immer so eine Sache, ne? Wenn man nicht so richtig gut gucken kann. Alles nach Gefühl hier. So, dann drücke ich das hier nochmal ordentlich an mit meinem Falzbein von innen. Gehe nochmal hier richtig schön über den Kleber rüber. Ja, so mag ich das leiden. Wunderbar. Wenn euch das zu viel Serviette ist, dann könnt ihr euch das natürlich noch zurechtschneiden. Mir gefällt es ganz gut, weil ich möchte natürlich auch gerne diesen schönen geschwungenen Rand beibehalten. Ja, und dann kann man sich das auch schön hier mit so einem Bändchen zumachen. Ist natürlich jetzt noch nichts in der Tüte drin.
Und dann kann man die nach Herzenslust dekorieren. Und das bringt ja eh am meisten Spaß. Aber heute soll es ja um die Tüte gehen. Aber ich finde diese Kirschserviette schon so süß. Ja, richtig niedlich. Und dann ist eure Schultüte auch schon fertig. Ihr könnt natürlich auch noch was Schönes draufkleben. Ich habe mir zum Beispiel, weil ich nämlich keine Stempel zum Thema Schulanfang habe, habe ich mir was auf Word ausgedruckt, was ich gerade suche. Da ist es. Und dann habe ich mir das auf weißem Papier ausgedruckt. Gerne auch auf etwas festerem Papier. Hatte ich jetzt gerade nur nicht zur Hand gehabt. Und klebe mir das jetzt hier vorne auf. Und ich finde das total zuckersüß. Super süß. Und das ist ja nicht nur für Kinder was. Das kann man natürlich auch, weiß ich nicht, für eine Umschulung schenken oder wie auch immer. Jetzt kommt hier kein Kleber mehr raus. Mal gucken. Das ist ein bisschen verstopft. So. Ist jedenfalls ganz schnell gemacht und ihr könnt euch ja, wie gesagt, den passenden Spruch auf Word ausdrucken oder vielleicht habt ihr auch tolle Stempel zu Hause. Und dann klebe ich mir das hier rauf. Du bist erste Klasse. Und dann habt ihr eine super süße kleine Schultüte. Und die ist wirklich ganz, ganz schnell gemacht. Ich sag mal so, dieses Papier zurechtformen ist so ein bisschen, ja, nicht ohne am Anfang, aber ich denke, das bekommt ihr auf alle Fälle super hin und ja, freue mich, wenn ihr alle das ganz fleißig nachbastelt und würde sagen, wir sind am Ende angekommen. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart und freue mich natürlich auch auf das nächste Mal mit euch gemeinsam zu basteln. Macht es gut, meine Lieben. Bis dann. Tschüss, eure Anni.